Herzlich willkommen zum Vlog Nummer 3. Ja, was gibt's zu sagen? Diese Woche eigentlich nicht viel Spezielles. Wow, eigentlich schon. Und zwar, ich habe mir etwas gekauft. Bam! Der Efic Bio von Joytech. Yeah! Für die, die es nicht wissen, das ist eine E-Zigarette. Und ich habe jetzt mir Flüssigkeit bestellt. Das ist Münze Erdbeer. Und ich muss echt sagen, ist geil. Es ist wie ein Shisha. Es ist echt wie ein Shisha zum Rauchen. Einfach viel praktischer, weil du den ganzen Scheiß nicht musst aufbauen. Und da nimmst du einfach, wenn du Bock hast, drückst, nimmst einen Zug. Schon dann dampft es drauf los. Hure geil. Ja, das ist wirklich absolut zu empfehlen. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht von dem Teil. Also, ich wollte jetzt da nicht gross Werbung machen, obwohl ich die ganze Zeit die scheiß Schachtelkamera habe. Ich habe das Ding in Silber gekauft. Ist extrem robust und stabil gebaut. Finde ich hure geil. Also wirklich jeder, der irgendwie mal eine E-Zigi testen oder von normalem Rauchen auf E-Zigi umstellen, absolut zu empfehlen, das Teil. Es ist nicht teuer, ist praktisch. Sehr geil. Ja. Dann zum zweiten Thema. Ich war letzte Woche am Eco Fresh Konzert im Galvanic. Das da. Und es war geil gewesen. Also, als wir dort hergekommen sind, haben wir zuerst ein bisschen Angst gehabt, weil, wie soll ich sagen, es hat vor dem Eingang 10 Leute gehabt. Das ist ein bisschen wenig. Und wo wir rein sind, sind dann 3 Leute gewesen. Und dann haben wir gedacht, fuck, ey, das wird nichts, das wird scheisse. Und vor allem auch deprimierend für einen Künstler natürlich. Egal. Wir dort drinnen, da kommt die Vorgruppe. Haben wir irgendwie keine Ahnung, wer das war. Ich habe den nicht gekannt, ich habe keine Ahnung. Dann ist der Pilat gekommen. Da haben wir kurz einen Ausschnitt. Sie sagt, ich rate es viel. Ich geh Pferd fahren, ich öfter zu Hause schlafen als sie. Und dabei nicht so laut schnarchen wie sie. Mit ihrem Gewicht in Euro hättest du ja Ruhe vor deinem Ratenkredit. Ist schon sehr geil gewesen. Ist wirklich geil gewesen. Er hat das geil gemacht. Geile Show, geil, die wir heute eingeheizt. Und es sind dann auch mittlerweile, würde jetzt mal sagen, halb voll gewesen, der Raum. Und es hat schon einiges ausgemacht. Es ist schon viel mehr Stimmung und Party gewesen und so. Und nachher, wo der Echo gekommen ist, sehen wir gerade einen Ausschnitt jetzt. Ich habe aber nur 50. Pass auf! Es gibt so viele Reinhardten, zum Beispiel den einer. Er ist oldschool, den benutzt heute keiner. Dann gibt es noch den Doppelrein. Mittlerweile benutzt wirklich jeder Trottel ein. Ist eigentlich das Haus dann voll gewesen. Und es hat ziemlich gerockt, sie haben ziemlich Show abgezogen. Es war das letzte Konzert von der Tour und von dem her haben sie noch eigentlich alles gegeben, was sie noch hatten. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie auf Tour waren, 3 Wochen, ich glaube, ab 2-3 Wochen irgendwie so. Und es hat Spass gemacht, es hat Fun gemacht, es hat genug Leute gehabt. Ja, Party Time! Und nachher haben wir noch eins getrunken und dann sind wir wieder heim. Schön gemütlich, ohne Probleme, ohne Polizeikontrolle, ohne Bullshit. Können dann tiptop heimfahren, sehr geil gewesen. Und ja. So viel zu dem Thema, dann das nächste. Ich habe ja meinen Arm jetzt endlich fertig tätowiert und habe es nicht können lassen und ich habe schon das nächste. Da noch ein komisch farbig vom Klebi, komische Klebi-Reste, die ich jetzt nicht unbedingt wegkratzen will, wenn es noch nicht ganz geheilt ist. Und, aber ja, meine 4 Symbole. Ich habe schon mein nächstes Tattoo in Planung. Ich weiß noch nicht ganz genau wo, ich weiß noch nicht ganz genau wie ich es habe, aber die Idee ist da. Und ja. Mal schauen, wenn ich wieder genug Geld zusammengesammelt habe, dann gibt es das nächste. ja, soviel zu dem Thema. Das wäre es eigentlich diese Woche. Kurzer Vlog, nicht so viel passiert. Ich kann ja nicht so viel zu erzählen, aber einfach so wieder eine Seite auf dem Tagebucheintrag. Wieder einmal. Es ist jetzt doch schon wieder 1-2 Wochen her. Und ja, kommt gut. Dann zum Gaming. Ich bin momentan Super Meat Boy, glaube ich, heisst das Teil am Gamen. Und es ist geil, es braucht extrem Nerven, aber es ist geil. Und ich denke, vielleicht haue ich in nächster Zeit mal ein Video von dem Teil raus, für die das nicht kennen. Es ist so ein Jump'n'Run mit Levels, schnell probieren durchzukommen und ich sterbe. Und es ist echt geil, es macht echt extrem Fun. Und ja, mal schauen. Keine Ahnung. Wenn ich Bock habe, nehme ich etwas auf. Wenn sich etwas ergibt, dann ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, das wäre es eigentlich. Gut, dann wenn es dir gefallen hat, dann geben wir natürlich einen Daumen. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann geben wir trotzdem einen Daumen. Und wenn nicht, dann ist auch egal. Keine Ahnung, ihr wisst, wie es auf YouTube läuft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.